110 Gramm. Genau. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Nichts. Gar nichts. Das sind schlechte Voraussetzungen, über eine Party zu schreiben, die ich mal besucht habe. Andererseits scheint das viel über die Party selbst auszusagen. Eigentlich wäre diese Party die perfekte Party gewesen, um danach diesen unsäglichen Satz zu äußern, mit welchem man damals so Bands gründete, und vielleicht haben wir das auch getan, kann sich aber keiner daran erinnern. Aber der Reihe nach, kennt ihr diesen Satz? Wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Genau, Musik, ja. Aber der Reihe nach, unser Drogendealer hatte Angst vor Klischees. Deswegen war er kein Jamaikaner. Wir wussten nicht genau, was er war. Vielleicht stammt er von den Philippinen und er selber machte einen großen Hehl daraus, seine wahre Herkunft zu verschweigen. Vielleicht hat er selbst zu viel Gras geraucht und es einfach vergessen. Wir hätten ihm das durchaus zugetraut. Jedenfalls sah er nicht aus, als würde er aus Bottrop stammen, und so nannten wir ihn schlichtweg den Indianer. Seinen richtigen Namen kannte keiner. Wirklich. Keiner. Wie gesagt, einfach vergessen, wir hätten ihm auch das zugetraut. Die Leber nannten ihn aus Verlegenheit einfach Thorsten, aber jedem, der den Indianer mal genauer ansah, musste dämmern, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Gut zugegeben. Ich kenne einen Vietnamesen namens Frank. Und eine Chinesin, die ernsthaft Gabi heißt, aber ich kenne eben auch deren Eltern und ich kann euch versichern, das ist okay, die fanden das irgendwie witzig. Die Eltern vom Indianer kannte ich nicht, aber so wie der Indianer drauf war, nahm ich an, dass auch seine Eltern keine Späße in der Richtung trieben. Und wenn doch, hätte sie wahrscheinlich umgebracht. Oder sich das zumindest fest vorgenommen und dann vergessen. Aus irgendeinem mir bisher unerklärlichen Grund hatte der Indianer andere Dinge nicht vergessen. Er hätte nicht vergessen, dass ich ihm mal einen tollen Trick verraten hatte, wie man Jugendlichen mit gewürzten gesteckten Tabak als bestes Thai-Gras unterjubelte. Magifix für Bolognese und so, ihr kennt das sicher. Und die andere Sache, die der Indianer erstaunlicherweise auch nicht vergessen hatte, war sein eigener Geburtstag. Eigentlich könnte ich hier aufhören zu erzählen, denn ihr wisst alle, was kommt. 18. Geburtstage haben ja an sich schon so die Eigenart, etwas auszuarten. Und die Sache wurde auch nicht besser dadurch, dass sein Onkel beschlossen hatte, die Party durch ein kleines Geschenk zu bereichern. 110 Gramm feinstes Gras. Ziemlich genau hier endet meine Erinnerung. Obwohl, nee, das ist nicht ganz korrekt. Ich habe geklingelt. Ding! Da endet meine Erinnerung. Der Legende nach begrüßte uns der Indianer mit Vornamen. Unseren Vornamen. Er konnte sich erinnern. Diane war blü. Nix ging mehr. Realität machte mal ganz kurz Pause. Meine Freunde wurden zu Pudding. Einer verwandelte sich direkt weiter und wurde ein Fahrrad. Das ging den ganzen Abend so. Das war nervtötend. Ich meine, allein der im Flur stehende Rauch war Erdbeeren. Erdbeeren. Hinter dem Flur hätte eigentlich das Wohnzimmer liegen sollen, aber irgendwie existierten dazwischen im Nimbus noch zwei Mannsruhe, neonfarbene Wasserpfeifen und ein Sofa. Die Wasserpfeifen ließen sich hervorragend anstarren und so eine Stunde geht ja echt mal schnell rum. Das Fahrrad verwandelte sich in ein Pferd. Immerhin waren meine Wahnvorstellungen konsistent. Irgendwann materialisierte eine Frau zwischen uns. Pudding fiel vom Sofa und verteilte sich auf dem Fußboden. Die Frau fand ihn süß. Das war kein Wortspiel. Vielleicht doch. Ich weiß aber nicht mehr. In der Küche gab es Chili. Das weiß ich noch relativ genau, weil es ja zwei Wege gibt, sich an so eine Mahlzeit zu erinnern. Einer von beiden fehlt mir im Nachhinein, dafür war der andere ziemlich eindrucksvoll. Fontänen. Fontänen von Chili sind ja aus mir heraus eruptiert und alles, was meine Freunde dazu zu sagen hatten, war... Deine Mutter. Aber das war schon später. Vorher musste erst noch diese andere Sache passieren, die total heftig und vor allem derbe lustig war und an die sich leider keiner erinnern kann. Nicht mal Willem, der war zwischendurch Pudding gewesen. Scheiß Drogen. Ah nee, an eines kann ich mich doch noch erinnern. An das, an was ich mich als nächstes erinnern konnte. Da stand ich nämlich in der Schule. Meine Taschen, die waren voll mit Gras, genug für die nächsten 3 Jahre. Und der Gong läutete das Ende der letzten Stunde ein. Mein Deutschlehrer klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. Weiter so, Herr Katze, sagte er. Wenn Sie häufiger so wären wie heute, dann sehe ich da noch Hoffnung für Sie und Ihre Zukunft. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich, wirklich versucht. Und dann wachte ich auf und studierte im dritten Semester Maschinenbau. Vielen Dank.